Der lange Zeit weit abgeschlagene FC Ingolstadt hat die Relegation sicher und darf nun sogar auf den direkten Klassenerhalt in der zweiten Liga hoffen. Die Schanzer setzten ihre beeindruckende Serie unter Trainer Thomas Oral fort und gewannen gegen den SV Darmstadt 98 verdient mit 3:0, 2:0. Die Highlights der Sonntagsspiele ab 19:45 Uhr in Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga im TV auf Sport 1. Es war der 5. Sieg aus den vergangenen 6 Spielen bei einem Remis-Service. Die Ergebnisse der 2. Liga Bildergalerie 2018-19. Die Torjäger der 2. Bundesliga 23 Bilder. FCI kann sich noch direkt retten. Im letzten Saisonspiel in Heidenheim könnten die Schanzer, zweifelsohne die Mannschaft der Stunde in Liga 2, sogar noch den Tabellen-15. Sandhausen überholen. Sandhausen liegt nur 2 Zähler vor, den Oberbayern. In der Relegation würde der Drittliga-Dritte SV Wien Wiesbaden am 25. und 28. Mai der Gegner des FCI sein Service, die Tabelle der 2. Liga, jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Sonny Kittel brachte die Schanzer vor 10.190 Zuschauern mit einem sehenswerten Freistoß aus gut 20 Metern in Führung. 21. Es war sein 9. Saisontor. Kurz vor der Pause erhöhte Dario Lescano, 45. ebenfalls mit seinem 9. Treffer nach Eckball per Kopf auf 2:0. Kevin Kutschke machte in der 55. Minute nach einem tollen Konter alles klar. Meistgelesene Artikel: Fußball, 2. Liga: HSV geht im Aufstiegsfinale unter. Eishockey: WMDEB-Team übersteht Krimi und siegt. Fußball: Bundesliga: doppelter Uja schockt Frankfurt. Motorsport: Formel 1: Vettel hadert, Schuss in den Ofen. Motorsport: Formel 1: Hamilton zu Ferrari. Das sagt Wolf Darmstadt, zuletzt in 4 Spielen ungeschlagen, hielt die Partie weitgehend offen. Der FCI präsentierte sich aber wesentlich entschlossener in den Zweikämpfen und vor allem effektiver. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: Let's Block It's Why.